Wir sind in der nächsten Partie, der VfL Bochum gegen Union Berlin. Und meine Zettel waren selten so leer bei einem Vergleich. Also die Zettel mit Turnierhistorie, mit Geschichten zu den Vereinen im Turnierverlauf. Warum ist das so? Weil selten so wenig Turniererfahrung aufeinander getroffen ist. Der VfL Bochum ist die vierte Teilnahme, weil die meisten schon viele, viele Jahre her sind. Es ist also ein großes Comeback. Und Union Berlin ist überhaupt zum zweiten Mal dabei. Im Vorjahr die erste Teilnahme und jetzt zum zweiten Mal beim Fervor Cup dabei. Und trotzdem werden wir eine Menge hier mitnehmen aus diesem Spiel. Dementsprechend wage ich auch erst gar keine Prognose, wer ist der Favorit. Bochumer sind Tabellendritter in der Westfalenliga. Union in der Regionalliga, also der zweiten Liga, Außennetz hier der Versuch. Dort allerdings Tabellenzehnter. Haben aber 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. So, Eckball VfL Bochum. Ah, Rückpass. Genau richtig getimt. Oh, Ball vergessen. Sofort aber wieder umgeschaltet. Also die Handlungsschnelligkeit der Jungs, das war jetzt in fast allen Spielen schon zu sehen, ist schon unglaublich. Wie schnell sie reagieren, wie schnell sie umschalten können. Von einer Aktion auf die andere. So, gute Möglichkeit. Hier versucht noch Alec Schabani seinen Fuß an den Ball zu bekommen. Wurde aber nicht gefährlich. So, Sam Dietrich gestoppt. Aufbauspiel Union Berlin. Oscar Welsand im Tor der Köpenicker. Blockwechsel jetzt beim VfL. Da muss aufpassen mit den 4 Sekunden. Das war es wirklich in letzter Sekunde. Souverän gemeistert. Stark offensive Aktion, Schussversuch geht über das Tor. Lumire Santo. Mit dem Versuch. So, Aufbauspiel Union. Welsand, tiefer Ball. Offene Spielstellung, gut aufgedreht von Sadu Barry. So, Barry jetzt am Ball. Guter Versuch. Noah Ferrara. Für Bochum. So. Also Druck auf den Keeper aus. Sehr unterschiedliche Herangehensweisen, immer wieder bisher im Turnierverlauf. Wir halten fest, Union versucht, den Keeper mit zu attackieren im Aufbau. So, Konterversuch der Bochumer. Nächster Versuch über das Tor, es gibt Eckball. Schussversuch von Ruben Schneider. Eckball, VfL. Über die Bande in die Füße der Berliner. So,
Stimmung gut, Atmosphäre für einen Samstagmittag. Wir stehen noch ganz am Anfang, schon sehr, sehr ordentlich. So, jetzt mal guter Abschluss. Oskar Engel. Aber wieder ist Noah Ferrara zur Stelle. Bisher beide Keeper sehr, sehr gut unterwegs. In den ersten 5 Minuten der Partie. Das hier stellt Oskar Welsand vor kein Problem. So, bisschen Tempo mal. Ungefährlich der Abschluss. Es ist noch nicht der Oberkracher, was wir hier sehen. Aber wir tasten uns langsam rein. So, das haben wir gut gespielt. Ball gut quergelegt hier. Von Pepe Kischke. Auf Alex Schabani eben. So, nächster Versuch. Wieder geklärt. Viel Klein-Klein. Viele 1 gegen 1 Duelle. Wenig Spielfluss, wenig Struktur bei beiden Teams. Ja, wieder der lange Ball. Diesmal geklärt von Welsand. Führt direkt zum Konter. Und so gibt es eine Menge Möglichkeiten für Müller, die Halle schon mal ein bisschen besser kennenzulernen. Bochum ja mit Schalke und Dortmund in einer Liga. Tabellendritter, der BVB ist dort Tabellenführer. Gute Abschlussaktion. Bochum die klare Nummer 2 im Ruhrgebiet aus Sicht der 3U16-Teams, denn die Schalker sind da doch etwas abgeschlagen. So, nächster Abschlussversuch. Wieder stark reagiert von Noah Ferrara. Und jetzt das Tor für den VfL. Sam Dietrich. Platz jetzt hier der Knoten. Über die Bande gespielt und dann sofort reagiert. Starke Fußhaltung, der war nicht leicht zu nehmen. Stark reagiert. Schöne Einzelaktion. 1:0 für den VfL Bochum. Genau, an der Bande festgehalten, deswegen Freistoß für den VfL. Auch das gehört zur Regelkunde dazu. Das Festhalten mit beiden Händen auf der Bande ist verboten. Das bedeutet Freistoß für den Gegner. So, toll attackiert. Jetzt könnte eine Überzahl gehen, wenn sie schnell machen. Dribbelweg sehr gut. Dann zu wenig draus gemacht. Kahn Firat kommt da nicht zum Abschluss. Einer ist immer begeistert. Konstant. Maskottchen Müller. Starke Verlagerung. Dann ist eben wichtig, den Ball schnell zu verarbeiten, um Tempo aufnehmen zu können. Und das fehlt Union so ein bisschen. In den freien Momenten, wenn so ein bisschen Raum da ist, da zielstrebig und wirklich mit Tempo entweder Richtung Tor zu gehen oder eben Richtung Gegenspieler. Um dann zu isolieren. Am Ball definitiv noch ein verhaltener Auftakt. Er ist auffällig hier. Unions Nummer 2. Sadu Barry. Da wieder am Ball. Das dürfte Freistoß für Bochum geben. Gerne im Prinzip Position. Spiel ist angepfiffen, Spiel ist frei. Abschlussversuch. Bochum bleibt in Ballbesitz. Stark gemacht, stark behauptet. Der Ball hier von Lumire Santo. Bochums Nummer 11. So, Oskar Welsand.
Am Ball, Spieleröffnung durch Richard Langer, Kapitän von Union Berlin. 3 Minuten noch auf der Uhr. Noch ein bisschen Platz jetzt mal für Unions Kapitän. Auch das dann zu ungefährlich, Richard Langer. So, Wechsel jetzt im Tor der Bochumer, super eingefangen hier. Es dürfte Diego Backes sein. Und jetzt der Treffer. Da weiß er gar nicht, wie er das gemacht hat. Torschütze Henry Siebeke. Sehen wir gleich nochmal. Da wollte Union einfach nur klären und mit dem Rücken fällt dann das 2:0. Aus dem Nichts. Also mäßiges Spiel, aber wenn Bochum das gewinnt mit einem verdienten Sieger. Vielleicht wird es jetzt aber nochmal spannend. Es wird nochmal spannend. Alex Schabani trifft zum 1:2. Auch das war relativ unnötig. Also, ich wollte das Ding, den Deckel schon drauf machen, aber das lassen wir schön sein. So, packt das Duell hier wieder zwischen den beiden. Nächste Gelegenheit und das Tor. Henry Siebeke, diesmal kann er da selber auch was für. Und trifft. Wiederum nach starker Ballbehauptung von Santo. Bochums Nummer 11. Also auch der, einer der auffälligen Akteure, muss jetzt von der Platte, weil Bochum in den Blockwechsel geht. Also letzte Minute 3:1. Union braucht ein frühes Tor, ein schnelles Tor, damit hier nochmal richtig Musik reinkommt in die Partie. So, der nächste bullige Stürmertyp bereitet das Tor vor zur Entscheidung. Also Rubenschneider trifft, vorbereitet durch Kahn Firat. Auch er stark den Ball behauptet, die bullige Nummer 9, dann über die Bande und dann ist es Rubenschneider mit dem 3:1 für den VfL. Nächste Aktion. Stark gehalten. Von Oskar Welsand. Und wieder das Spiel über die Bande. Also Firat mit der Nummer 9 auch Zielspieler dann in der Tiefe für den VfL. Wir machen gleich weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen Rasenballsport Leipzig. Das ist gleich unsere nächste Partie. Hier gewinnt Bochum, verdient mit 4:1. Wir sind gleich wieder da mit